Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute war ich mal wieder im Auftrag der Aquaristik unterwegs und da sind mir ein paar schöne Bildchen gelungen, wo ich hoffe, dass ihr die genauso genießen könnt wie ich. Ich war da bei einem Kollegen bei mir hier im Ort, der mit Kois und eben auch mit Stören und im Teichfischen handelt und da probieren wir gerade so ein bisschen aus, eine vernünftige Maßeinheit für die Verwendung von Biohom im Teich irgendwie hinzukriegen. Und auch so ist es eben ein Test, der eben angelegt ist drauf, auf die Verwendung von Biohom im Teich. Ich weiß, dass es funktioniert, weil in anderen Ländern das schon lange im Einsatz ist, nur gelingt es mir bisher nicht, vernünftige Maßeinheiten, also pro Kubikmeter so und so viel Kilogramm oder so, pro Fisch so und so viel Kilogramm, zu bekommen. Mit den Angaben auf der Webseite bin ich nicht so ganz glücklich und da hilft mir ein bisschen dabei. Und da sind mir ein paar schöne Aufnahmen gelungen, die zeige ich euch. Ihr habt es eh schon im Titel gelesen, es geht um weiße Störe. Habe ich auch mal wieder gelernt, dass es keine Pauschalen gibt in der Aquaristik. Zum Beispiel, ich hatte immer so eine Pauschale, dass ich albinotische Formen nicht so mag. Ist jetzt mehr Geschmackssache, als dass ich jetzt sage, oh, das sollte man nicht machen oder so. Ist einfach, gefällt mir einfach nicht, bis ich die zwei Kerlchen gesehen habe. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Und da wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Und für alle, die sich gleich wieder beschweren wollen, den Teich, in dem ich die zeige, das ist ein Teil einer Verkaufsanlage, der natürlich nicht für die dauerhafte Haltung dieser doch sehr großen Tiere im Endeffekt geeignet ist. Also wer sich sowas leisten kann oder das in die Kleinkind hat, der muss nicht nur einen großen Teich, sondern eigentlich einen kleinen See haben zu Hause. Denn die werden so über einen Meter und das ist schon ein Maß, was natürlich die meisten Teichanlagen wahrscheinlich überfordert. Auch die gemeinsame Haltung mit Kois ist mit ein paar Challenges verbunden. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich will euch einfach die Bilder zeigen und ich hoffe, ihr könnt das genauso genießen wie ich.